Hallo, willkommen zurück in Osada. Wir sind hier gerade dabei, noch unser Feld zu bestellen, und zwar unser Grasfeld mit dem John Deere. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei dieser Folge. So. Wir werden jetzt dieses Grasfeld noch fertig machen, diese zwei Bahnen. Und anschließend habe ich für den John Deere auch mittlerweile einen Frontlader besorgt, weil wir werden unsere Hühner noch füttern müssen. Und dazu werden wir uns dann 1, 2 Big Packs kaufen und zum Hof bringen. So, das Feld habe ich in der letzten Folge ja hier gekalkt. Man sieht es ja noch auf der linken Seite und vorher natürlich gepflügt. Und somit haben wir jetzt eine relativ hohe Ertragswahrscheinlichkeit hier für dieses Feld. So, die letzte Bahn. Und dann geht es wieder zurück zum Hof. So. Okay. Dann schauen wir mal. Ja. Muss eigentlich nur noch gewalzt werden, aber das sparen wir uns, denn eine Walze können wir uns im Moment nicht leisten. Ihr seht es ja, 21.000 haben wir nur noch auf dem Konto, denn in der Zwischenzeit zum Kalken musste ich ja noch einen Kalkstreuer, einen Düngestreuer besorgen. Und eben das Umrüsten des Johnnys hier für den Frontlader. Hat nämlich auch ein bisschen Geld gekostet und natürlich die entsprechenden Gerätschaften, aber die brauchen wir einfach jetzt hier an dieser Stelle für unsere Arbeiten. So, was habe ich heute noch vor? Wir werden also, wie gesagt, hier das Feld noch, oder das haben wir jetzt bereits schon fertig gemacht. Dann werden wir erstmal darauf achten, dass hier wir nicht in den Verkehr fahren. Wie gesagt, unsere Hühner und da kam dann doch noch einer. Okay. Ah ja. So, also wie gesagt, wir werden jetzt unsere Hühner noch füttern und dann schauen wir mal, es gibt nämlich einen Düngerauftrag und dann können wir gleich unseren Düngeverteiler auch gleich nochmal dazu nutzen, hier ein bisschen Cash zu machen. So, dann stellen wir mal die Saatmaschine unter. Von Nordstan. Und stopp. Ja, schon wieder angedutzt. Okay. Jut. Okay. Ja, ganz schön viel Verkehr hier auf der Map. Muss man immer ein bisschen aufpassen. So, da sind unsere Anbaugeräte. Original John Deere. Dann werden wir mal das Gewicht ablassen. Ich habe auch den Traktor mittlerweile ein bisschen modifiziert. Ihr seht es. Ich habe jetzt Radgewichte noch zusätzlich montiert. Damit wir eben dann mit dem Frontlader auch entsprechend arbeiten können. So. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Auch einen Ballenspieß habe ich mir gleich gekauft. Denn wir schauen mal, früher oder später müssen wir ja auch unsere Kühe, müssen wir Stroh einstreuen oder wenn wir später eben den Mischwagen haben, dann müssen wir hier auch entsprechende Ballen verarbeiten. So, was wir jetzt brauchen ist ein Big Pack. Mit Weizen, speziell Hühnerfutter gibt es nicht. Nein, nein, nein. Mal einfach Weizen. So. Aha. Das sind auch 1000 Liter. Was ist da jetzt der Unterschied? 1000 Liter. Hm. Okay. So. Da steht er.
und angehoben. Aha. Aha. Okay. Sehr schön. Der sieht ja eher nach Punching Bag aus. Oder ein bisschen an Baba Papa erinnert mich das. Also wer diese Serie noch kennt mit Barbarella und wie sie alle hießen. Also ich glaube, damit können wir jetzt hier nicht viel anfangen. Also das ist ein bisschen... Okay. Aha. Naja, okay. So, da haben wir ja noch ein bisschen den Lacher der Folge hier. Ich glaube, irgendwas scheint mit diesem Mod nicht ganz zu stimmen. Ja, werden wir wohl zukünftig nur noch die Original nehmen. So, bringen wir also. Ich hoffe, dass wir es rüberbringen können. Dass der Rest wesens funktioniert. Okay. Spannend. Und? Yep. Okay, soweit funktioniert die Sache. Okay, 1000 Liter nochmal reingeworfen. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier unseren... Gesundheit 30%, 2974. Dann schauen wir noch mal ganz kurz bei unseren Tieren nach. Bei den Hühnern. Da ist noch ein bisschen Luft. Dann würde ich doch sagen, probieren wir hier einfach mal das normale Big Pack mit Weizen. Damit wir mal sehen, wie es eigentlich sein sollte. Okay. So. Ja, es gibt schon lustige Dinge auf der Welt. Okay. Dann schauen wir mal, wie der hier jetzt reagiert. Aha. Yep. Ja, das sieht doch so aus, wie es eigentlich sein sollte. Oder wie man es zumindest erwartet. Okay. Also, muss ich gerade nochmal schauen. Also, was stand da hier bei dem Mod? Anhebbare Paletten und Big Packs. Okay. Naja, sei es drum. So, kommt da noch was? Rechts kommt nichts, links kommt auch nichts. Dann bringen wir dieses Big Pack noch zu unseren Hühnern, dann sind die soweit gefüttert. Ja, da sieht man auch, wie es schön klein wird, wenn es leer wird. Sehr gut. So, da bringen wir den Frontlader mal kurz in den unteren Unterstand. So. Und durch den Kuhstall gehen wir mal rüber zu unserem Z-Tor. Und dann schauen wir mal, wo wir hier einen Auftrag haben. Feld 43 und zwar düngen. Schauen wir mal ganz kurz. Feld 43, okay. Das ist hier rechts. Und ich glaube, da ist der... Ah ja, da ist auch der Kalkverkauf, okay. Also einmal um die Kirche rechts rum. Gut. Also. Aber den Auftrag müssen wir erst natürlich annehmen. Und akzeptieren. So, dann schauen wir mal. Düngen. Da haben wir noch ein Big Pack, aber das ist Kalk. Als wir das Feld gekalkt haben, nein. Ja. Das ist doch kein Kalk. Das ist Saatgut. Okay. So, Big Pack. Saatgut. Na Quatsch. Mineraldünger. 1000 Liter. So, wo steht es? Da drüben. Na, aufklappen. Und auffüllen.
und zuklappen. So, dann fahren wir mal rüber zu Feld 43 und dann werden wir das Ganze düngen und dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Geld machen. Denn natürlich das eine Gewächshaus bringt immer ein bisschen mal was ein, aber natürlich nicht allzu viel. So, natürlich haben wir jetzt unterm Strich im Prinzip mehr Düngemittel eingekauft, als dass uns dieser Auftrag bringen wird. Also können wir schwer davon ausgehen, dass wir natürlich nicht die kompletten 1000 Liter jetzt hier für diese Düngung brauchen. Ja, es tut mir leid, 32 km/h, 31 km/h. Die Kollegen hinter mir werden da wohl noch ein bisschen warten müssen. Okay, aber landwirtschaftlicher Verkehr und auch das muss sein. So, hier biegen wir rechts ab. Und nochmal rechts. So. Ja, hier ist der Steinbruch und danach müssen wir rechts ab. So, hier vermutlich. So, ja, der Kollege hinter mir ist ein bisschen hartnäckig. Dann lassen wir ihn mal vorbei, während wir uns noch mal kurz orientieren. Feld 43 düngen. Feld 43 auf der rechten Seite. So, da sind wir. Das müsste es sein. Gut. So. Da müssten wir eigentlich mit einem Mal durchfahren, müssten wir eigentlich den Auftrag erledigt bekommen. So, was zeigt er an? Okay. Wie viel haben wir? 85 erst. Mal ganz kurz schauen. Wegen... Na. Info mal ein. Ach, wir haben nicht über die komplette Breite gedüngt. Okay. Dann schauen wir noch mal, was er jetzt hier spricht. So, gedüngt. Ja doch, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Fehlt uns eigentlich nur noch das obere hier. So. Einmal wenden. Und Lohndienstleistung auf Feld 43 abgeschlossen. Und damit, mit dem Abschluss dieser Lohndienstleistung, das Geld stecken wir ein, 782 Euro. Zack. Möchte ich mich auch recht herzlich bei euch wieder mal bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich, der Badenfarmer, bedanke mich bei euch und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.